Zurück bei Ni No Kuni sind wir und hier grinst unser Olli schon. Denn er weiß, wir haben eine Nacht geschlafen und das heißt, unsere Kleidung ist fertig. Bei der Boutique. Gott. Ja, ich weiß, die letzten Folgen haben wieder Überlänge gehabt. Das mögen so viele von euch gar nicht, aber weiß auch nicht, wie man es machen soll. Weil nach dem neuen Upload-Plan, den ihr sicher schon gesehen habt, ist einmal wöchentlich Ni No Kuni dran. Und das Spiel ist lange. Ein Jahr hat 52 Wochen, das heißt 52 Folgen Ni No Kuni wären in einem Jahr. Und da wollen wir doch ein bisschen was hinkriegen, oder? Das soll ein langes Spiel sein. Oh, eine Truhe. Klauen wir mal hier. Diese Truhe scheint durch Magie verschlossen zu sein. Haben wir denn irgendwas? Nee. Schade. Jedenfalls, ich will nicht 2 Jahre an dem Spiel rumhängen. Da muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Ob ich dann zwei kurze Folgen hochlade oder ob ich einfach wieder bei etwa 45 Minuten bleib. Schauen wir mal. Aber erstmal gucken, was die Uhu-Frau zu sagen hat. Uhu, Großmütterchen. Huhu! Da bist du ja, mein Lieber. Es wird dich sicher freuen zu hören, dass deine Kleider fertig sind. Schick, probier sie am besten gleich an, ja, Olli? Klar. Ich hole sie für dich, mein Lieber. Warte hier, ich komme gleich zurück. Zurück, oh Gott. Ja, vielen Dank, gnädige Frau. Die gnädigste. Der ist aber verdammt höflich. Ja, fesch. Wir sehen fesch aus. Und gar nicht bescheuert. Mit diesem Umhang. Ist das nicht ein bisschen albern? Ich meine ja nur... Ein Umhang? Ja, genau meine Rede. Was soll das denn heißen, mein Lieber? Passt wie die Faust aufs Auge. Vielen Dank. Wie viel kostet das? Huh, die alten Sachen. Red doch keinen Uhunsinn. Du tust mir einen großen Gefallen, wenn du mir den Kram abnimmst. Wirklich? Sind Sie sich sicher? Huhuhu! Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zu Hulets etwas genäht habe. Es war ein Heidenspaß, Liebling. Mach dir keine Gedanken drüber. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du hin und wieder etwas bei mir einkaufst. Würdest du das tun, mein Lieber? Oh Gott. Natürlich machen wir das. Vielen Dank. Was ein Glück, Olli. Wir sind dem Laden wohl den einen oder anderen Besuch schuldig. Auf jeden Fall. Du hättest Reisekleidung. Und wo du jetzt so schnieke angezogen bist, können wir rüber zum Palast. Schick. Können wir den König besuchen. Zeit, den König zu... Ja, meine Rede, Olli. Zeit, den König zu besuchen, hm? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Aber erstmal wollen wir doch gucken, was unsere Uhu-Großmutter zu verkaufen hat. Hm, wer ist da? Oh, ein Kuhhunde. Wie kann ich behilflich sein? Kaufen? Ach, verkaufen kann man auch. Brote! Eiskaffee. Für die MP, okay. Heilt Vergiftung, heilt Blindheit. Augenöffner. Oh, das klingt schmerzhaft. Schokolade, Pudding, Kuchen. Eisbecher. Okay, das ist, glaube ich, das für die ganzen Kreaturen in unserem Sack. Oder Käfig. Was ist das? Zutaten. Okay. Apropos Zutaten. Ich habe von Melle einen sehr guten Tipp bekommen. Anscheinend kann man sich irgendwas zusammenpanschen und da soll ich mal hier bei Katzbuckel gucken. Es soll hier irgendwo Quellwasser geben und ein Zug fährt vorbei an meinem Haus. Das ist ein bisschen laut, da wird jetzt mal das Fenster geschlossen. So. Edge. Ja, wir haben immer Probleme mit der Soundkulisse. Beim Snorri ist es der Nachbar, bei mir ist es ständig der Zug, der vorbeifährt.
und es zieht im Zug, weil ein Zug ohne Zug kein Zug ist. So zieht sich das Ganze zusammen. Ja. Sie leuchtet. Oh. Auweia. In welchen Krug habe ich ihn Schnur gelegt? Oh Gott. Schnur gelegt. Stimmt etwas nicht? Ja, mein kostbarer Schatz. Mein Schatz. Ich weiß nicht mehr, in welchem Krug ich ihn versteckt habe. Oh, das ist ja schlimm. Was für ein Schatz ist es denn? Der rote Ohrring meiner Großmutter hat eine miausnehmend schöne Farbe. Könnt ihr mir vielleicht zur Pfote gehen und beim Suchen helfen? Ja, eine junge Katzenvöglerin in Katzburgl hat ihren roten Ohrring in einem Krug gelassen und vergessen, welche es war. Dämliche Frau. Ja, der helfen wir natürlich. Wirklich mir ausgezeichnet. Er ist in einem dieser Krüge, die überall in der Stadt zu finden sind. Das wird eine Sucherei. In einem der Krüge, sagst du? Lass mich nur machen. Du bist ein wahrer Gentleman. Das sind wir für wahr. Er ist schon ein Krug, aber da ist nichts drin. Ja, Quellwasser. Hier ist ein Fisch. Ich habe keine Ahnung, wo es Quellwasser gibt. Aber, ja. Das ist der beste Ort in Katzenbuckel, um ein Päuschen zu machen. Warum leistest du mir nicht ein bisschen Gesellschaft? Kinderschänder! Schnell weiter. So, vielleicht gibt's hier Quellwasser. Hier ist er am Brunnen. Nee, anscheinend nicht. Ja, Katzen mögen Fische. Hier gibt's auch kein Quellwasser. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie es beim König ist. Hallo! Willkommen in Katzbuckel. Diese Straße führt zum königlichen Palast. Ihr seid Reisende, nehme ich an. Eindeutig in dieser Kleidung. Ja, wir sind hier, um den König zu sehen. Ah, ihr ersucht um eine Audienz bei König Tom, richtig? König Tom. Ich würde euch ja zu gerne durchlassen. Aber ich fürchte, das geht zurzeit leider nicht. Hä? Aber warum? Ein unglückseliger Diener des Königs hat den geliebten Fisch seiner Miaujes... Oh Gott! Miaujestät in den Burggraben entwischen lassen. Der königliche Fisch? Dieser rote Hering ist der ganze Stolz des Königs und außerdem eine vom Aussterben bedrohte Tierart. Ich bezweifle, dass seine Miaujestät den Fisch ersetzen könnte, sollte er nicht mehr auftauchen. Ich weiß nicht, was sich dieser Diener dabei gedacht hat. Das heißt jedoch, dass alle im Palast gerade damit beschäftigt sind, den roten Hering zu suchen. Kommt lieber ein andermal vorbei. Na, das sind ja Aufgaben. Oh, na gut. Was sollen wir jetzt tun, Tröpfchen? Der Burggraben, hat er gesagt? Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Graben mit ein paar von den Flüssen verbunden, die durch die Stadt fließen. Du denkst, er könnte... Er lacht mir immer dazwischen. Meinst du, du könntest besser vorlesen, oder was? Hä? Ja, Du denkst, er könnte bis in die Stadt geschwommen sein? Schon möglich, ja. Warum schauen wir uns nicht mal ein bisschen uns nicht mal in ein paar Teichen um? Für alle Fälle. Kann ja nicht schaden, oder? Stimmt. Oh, ich hoffe, wir finden diesen roten Hering-Tröpfchen. Ich auch, Olli. Dann lass uns mal angeln gehen. Wir gehen fischen! Das heißt, wir können noch nicht zum König. Aber ich finde das eigentlich recht schön gemacht. Vielleicht mal die Burg ein bisschen angucken. Oh, mit Windrädern. Eine sehr schöne Stadt ist das.
Die Leute darin sind zwar sehr verrückt, aber es ist eine schöne Stadt. Dann folgen wir mal weiter dem Pfeil hier, an der Uhu-Großmutter vorbei. Hier wo? Ja. Und nun? Schau, Olli, siehst du den roten Hering da drüben? Das ist der rot? Der kann sehen, dass der rot ist? Ich würde sagen, ich habe unseren Fisch gefunden. Das ging schnell. Aber sieh mal lieber genauer nach, nur um sicher zu gehen, nicht? Ich? Wieso muss ich darüber? Na, wer sonst sollte es machen? Fitz der Fischforscher? Komm schon, hilf einfach auf die wackeligen Holzpfähle da. Wird schon schief gehen. Ja, da kann wirklich nichts schief gehen, wenn man auf diese wackeligen Holzposten springt. Och, Menno. Na gut, ich versuch's. Vorsichtig. Vorsichtig. Nein! Oh. Und nu? Ach, ich kann gar nicht. Okay. Ah! Der war rot! Ah! Oh! Verflixt, er ist entwischt. Entschuldigung. Das ist aber ein lebhafter Bursche. Ich glaube, er ist in Richtung Palast abgezischt. Olli, ihm nach! Ja, wie komme ich hier runter? Juhu! Aha! Jetzt kommt er nach, ja. Gott, hier schreien die Leute immer rum. Hat da wer sein Fenster offen gelassen? Kann man da durch? Nee. Ich bin der offene Fenstereinbrecher. Oder der offene Fensterverrückte oder so. Irgendwas war's. Egal. So, uns ist der Fisch entwischt. Jetzt, weiß ich nicht, wo wir jetzt hin wollen. Jedenfalls nach rechts. Ich finde auch diese Treppenlauf-Animation schön. Hier leuchtet wieder wer. Au, das tut weh. Oh, sieh nur. Das arme Kerlchen hat sich wehgetan. Muss einer der verschollenen Kleinen von der Dame sein. Sollten ihn wohl besser verarzten, was? Oh je, das sieht schmerzhaft aus. Aber was können wir tun, Tröpfchen? Wir haben keinen Erste-Hilfe-Kasten. Mann, Olli, Gedächtnis wie ein Sieb, aber echt. Ja, du bist doch ein Zauberer, oder nicht? Was mit Magie verflixt. Oh, gut, und wie stelle ich das an? Welchen Zauber muss ich benutzen, Tröpfchen? Da wird doch der Hund in der Falle verrückt. Ich sag's nur einmal, okay? Lindernde Hand, Junge. Kapito, verflixte, lindernde Hand. Er hat zweimal gesagt. Ja. Ich glaube, Olli und ich, wir ticken echt auf einer Wellenlänge, okay? Aber jetzt hast du es zweimal gesagt. Autsch, es tut weh. Okay, stillhalten. Ich will dir nur helfen, okay? Verflixte, lindernde Hand. Da ist sie ja schon. Juhu. Es tut nicht mehr weh. Hurra, mir geht's wieder gut. Hör mal, Kurzer, deine arme Mutti macht sich Sorgen um dich, verstehst du? Ab nach Hause mit dir. Und ich hab mal wieder nicht die Uhr im Blick, ich hab keine Ahnung, wie lang die Folge schon geht. Aber ich mach einfach nach Gefühl, vielleicht mache ich einfach so einen Cut rein, damit es euch nicht zu lang wird. Ja, ich versprech's. Danke, dass du mich gerettet hast. Ach, so ein Schleimer. Jetzt geht's aber weiter hier. Der Fisch! Jetzt aber vorsichtig. Nicht, dass er uns aus den Händen flutscht. Ja, hat doch geklappt. Das ist also der Lieblingsfisch des Königs? Hm? Schick, das wäre mal ein roter Hering, wie er im Buche steht. Jetzt kriegen wir sicher eine Audienz beim König. Zurück zur Palastwache, oder? Ähä. Oh.
Aber hier leuchtet noch wer. Was? Also. Hä? Was ist los, Junge? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Hä? Ist das für mich? Du hast eine Seite mit dem Zauber Medium erhalten. Einfach so? Na sieh mal einer, das ist ja eine Seite aus dem magischen Begleiter. Was macht denn dieser Pimpf damit? Entschuldige, ich kann dich nicht hören. Denkst du, er kann nicht sprechen? Nee, das ist was anderes, Junge. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, so muss es sein. Hattest du ein Geistesblitztröpfchen? Der Zauber, den er dir gerade gegeben hat. Probier den mal, Olli. Wirst schon sehen. Na gut. Medium. Erlaubt dem Zauberer, mit den Geistern Verstorbener zu sprechen. Oh, der arme Junge. Zu sprechen. Sowohl Guten als auch Bösen. Ist das jetzt ein böser Geist? Er hat uns immerhin eine Seite geschenkt. Das muss doch was Schönes sein. Dem Himmel sei Dank, es hat funktioniert. Meine Güte, du kannst ja sprechen. Natürlich kann ich das, du Schlaumeier. Du hast schließlich Medium gewirkt, oder nicht? Dafür ist der Zauber also da? Willst du damit sagen, dass du einen Zauberer angewandt hast, ohne zu wissen, was er bewirken würde? Was für ein Zauberer bist du denn? Nur zur Information. Medium gestattet es dir, mit gruseligen Geistern zu sprechen. Mit mir zum Beispiel. Also doch ein böser Geist. Hat dich also recht. Du bist ein Geist, nicht? Ein Geist? Oh je. Geister gibt es also wirklich. Natürlich, Zauberer sehen ständig Geister. Ich war auch einmal ein Zauberer, wisst ihr? Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Aber dieser doofe, dunkle Djinn hat dafür gesorgt, dass es kaum noch Zauberer gibt. Als ich dich gesehen habe, wusste ich, dass ich dir die Seite besser gebe. Du bist seit Ewigkeiten der erste Zauberer, dem ich hier begegne. Das ist schön. Oh, da hinten sehe ich einen Krug, da könnte ein Ohrring drin sein. Meine Güte, darf ich sie wirklich behalten?